Wir befinden uns hier am Schauplatz der kompletten Vereisung einer Eismaschine durch eine geheimnisvolle Macht. Wie ist Ihr Name, Bürgerin? Du weißt doch, wer ich bin. Hey, Lila. Hey, Nicholas. Ihr hattet die gleiche Idee wie wir. Eis essen an einem heißen Tag. Tatsächlich bin ich hier an einer Story dran. Eine paranormale Macht hat die Eismaschine komplett eingefroren. Paranormal? Ich wette, es gibt eine völlig normale Erklärung dafür. Kommt, wir sehen uns das mal an. Normal? Niemals. Ich werde beweisen, dass es hier um eine Sensation geht. Ihr werdet sehen. Diese Maschine ist stärker vereist als ein Dutzend Diamanthalsketten. Wenn wir uns klein machen, können wir vielleicht hineinschlüpfen und der Sache auf den Grund gehen. Super Idee! Mini-Power! Wow! Seht ihr das? Der Temperaturregler steckt auf der kältesten Einstellung fest. Ich wette, wenn wir ihn zurück in die Mitte drehen, wird alles wieder normal. Und ich habe genau das Richtige, um dorthin zu kommen. Alle aufsteigen und festhalten! Geht's euch gut? Ja. Alles in Ordnung. Hä? Oh, oh. Ja, woohoo, los, Team! Oh, er ist dort drüben in den Büschen gelandet. Oh, da ist er. Oh, ich kann den Ball sehen, aber ich komme nicht dran. Sieht aus, als wäre das ein Job für Mini-Power. Oh, toll. Schaut euch alle diese tollen Sachen an. Das ist hier wie in einer Schatzkammer. Ah, er steckt fest. Shani, Lila, könnt ihr mir helfen? Lasst uns weitersuchen. Vielleicht liegt hier noch etwas anderes, was wir benutzen können. Ich habe eine Idee. Schnell, bindet diesen Ast fest. Fertig? Los! Ja! Groß werden! Guter Wurf, er ist genau in meinem Schoß gelandet. Super, lasst uns Ball spielen. Halt, wartet. Kann ich erst noch ein Selfie mit meinem Lieblings-Baseball-Team machen? Bitte lächeln! Hundesitter mit Pumpkin Gassi gegangen und dann hat er eine Katze gesehen und ist weggelaufen. Was soll ich jetzt tun? Mach dir keine Sorgen, Lila. Ich helfe dir, ihn zu finden. Es wird Zeit für Mini-Power! Wow! Von hier oben kann man die ganze Stadt sehen. Oh, was war das denn? Dieser Blauspecht ist genau hinter uns. Zeit für ein paar Ausweichmanöver. Ah, deshalb jagt sie uns also. Entschuldigen Sie, Frau Blauspecht. Sie kann dich nicht hören, Polly. Du hast recht, ich muss näher ran. Entschuldigen Sie, Frau Blauspecht. Es tut uns leid, dass wir Ihrem Nest zu nahe gekommen sind. Wir suchen nach einem weggelaufenen Hund. Groß werden! Pumpkin! Da bist du ja. Danke, Frau Blauspecht. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, ihn wiederzufinden, Polly. Natürlich, Lila. Dafür sind Freunde doch da. Oh, oh. Wir müssen den Regler wieder in die Mitte drehen. Mein Blaster. Oha. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden, um dort hochzukommen. Polly, wir haben ein Problem. Riesenwelle! Team, Zeit für ein Surfmanöver. Was? Schnappt euch einen Eisstiel. Wir surfen diese Welle bis hin zu dem Regler. Los geht's, los geht's. Yeah, yeah, yeah.
Kommt, wir erzählen Nicholas, dass die Eismaschine repariert ist. Groß werden! Freunde, ihr habt es verpasst. Der Wagen hat alle möglichen Geräusche gemacht. Zuerst brummte es und dann sowas wie wusch. Und jetzt funktioniert es seltsamerweise wieder. Ich tippe auf Außerirdische. Klingt, als hättest du schwer gearbeitet. Wie wär's mit einer Eispause? Tja, Leute, es ist mir zwar nicht gelungen, das paranormale Mysterium aufzuklären, aber wenigstens habe ich die Story, richtig? Oh, Nicholas! Was? Polly, die Achtklässler haben heute ihre Abschlussprüfung. Erinnerst du dich? Wir müssen besonders leise sein. Tut mir leid, Shani. Riesenproblem, Leute. Die Liveband hat gerade abgesagt. Wie sollen wir denn jetzt Ersatz finden? Ich habe eine Idee. Wir werden die Band sein. Aber Polly, Shani ist die Einzige, die ein Instrument spielen oder singen kann. Ich glaube nicht, dass ich gut genug bin, um vor der ganzen Schule zu singen. Natürlich bist du das, Shani. Deine Stimme ist wunderbar. Shh. Und wir könnten deine wunderschön glitzernde Background-Band sein. Meinst du, du kannst uns das vor der Party heute Abend noch beibringen? Ja, ich glaube schon. Aber wo können wir denn üben, ohne zu laut zu sein? Ich glaube, ich kenne genau den richtigen Ort. Tada! Shh. Ups. Tada! Shani, kannst du dich noch an den Mini-Band-Probenraum erinnern, den ich für deinen Geburtstag gemacht habe? Oh ja! Perfekt! Zeit, unsere Rockstar-Talente einzusetzen. Mini-Power! Freunde, ich glaube, wir sind soweit. Ihr klingt super, aber ich weiß nicht. Du schaffst das, Shani. Du rockst. Außerdem sind wir die ganze Zeit hier neben dir. Okay, ich bin soweit. Dann schmeißt euch in eure Kostüme, Girls, und lasst uns groß werden. 1, 2, 3, 4.